Ich bin die Mira und jetzt geht's los. Wir befinden uns hier auf dem Parkplatz, also genauer gesagt in Barnim am Gorinsee. Ja, also das gehört zur Gemeinde Wandlitz und wir haben auch schon alle krassen Sachen eingepackt hier in unserem krassen Kofferraum. So, hilfst du mit? Ja, ich helfe dir jetzt mit. Was haben wir denn alles dabei? Ja, hier mein Zelt. Wir haben 3 Poolnudeln, weil der Mann, der wiegt ja 100 Kilo, der braucht 2, damit er oben bleibt. Ich habe die Poolnudeln. Und ja, jetzt gehen wir gleich runter. Absander. Und suchen uns ein stilles Plätzchen? Ja. Kannst du die Tür am Auto noch zumachen? Wir müssen noch abschließen. Und weißt du, was das Beste ist, was wir mitgenommen haben? Ich? Eine Wassermelone. Wassermelone. Sehr, sehr gut. Auf geht's. Auf geht's. Also wir sind jetzt hier am Strand angekommen, wir haben schon alles ausgepackt. Der Strand ist relativ voll, deswegen kann ich euch heute nicht so viel zeigen. Wir sind zwar in der Woche hier, aber ich möchte natürlich keine fremden Menschen filmen. Und ja, ich kann euch aber noch einiges über den See erzählen. Das ist nämlich das ist ein natürliches Gewässer. Also wir waren jetzt schon in 2 Seen, die glaube ich online sind, wo das ja wegen der naheliegenden Autobahn ausgehoben wurde. Hallo! Und das ist jetzt ein natürlich entstandenes Gewässer, also den gibt es schon relativ lange. Der ist 24 Hektar groß, also mittelgroß, sage ich mal. Es gibt auch eine Website, die hat die 11 schönsten Badeseen Brandenburgs geführt und da ist der Gorinsee hier auf Platz Nummer 10. Und ja, sieht wirklich ganz schön aus, hat eine ganz tolle, einen ganz tollen Strand und außenrum sind komplett Bäume. Also ist so richtig, ist sogar auch ein Naturpark. Er wurde 2018 das 5. Mal in Folge mit der Wasserqualität ausgezeichnet. Also sehr, sehr gut. Das wundert mich natürlich, dass ich solche Sachen überhaupt gefunden habe, dass die Badequalität hier, das Wasser so gut sein soll. Weil unter den Anwohnern hier ist der Gorinsee bekannt als Urinsee. Weil er so warm ist und weil er so riecht. Und hier um den See herum, also erstmal gibt es natürlich Wald, aber an zweiter Stelle lagen hier ganz viele Rieselfelder. Und wer das noch nicht kennt, Rieselfelder, das ist eine Anlage zur Reinigung von Abwasser. Da steht der Ozok. Ich sehe es ganz genau. Hallo Ozok, schlafen Sie schon? Hallo, nee, noch nicht, ich bin entspannt. Ozok entspannt. Und in der Sonne. In der Sonne? Und ich liege vorbildlich im Schatten, im Zelt, weil es sind 27 Grad heute, aber es fühlt sich an wie 30. 28 mittlerweile. Ja, und das Gute ist der erste See, wo wir hier richtig guten Internetempfang haben. Das heißt, ich kann mir noch ein Video gönnen und dann geht's wieder ins Wasser. So, wenn ich wiederkomme, kann ich die Sonnenstrahlen in meine Nase reinscheinen. Mira, irgendein Depp hat unseren Selfie-Stick kaputt gemacht. Wer war denn das? Wie war das? Ja, ich habe irgendwie den Selfie-Stick kaputt gemacht. Jetzt muss man das so halten mit einem langen Arm. Ja, wir haben schon einen neuen bestellt bei Real meine ich. Bei Real, im Online-Service. Und der soll auch noch diese Woche kommen, heute oder morgen? Wir fahren auf jeden Fall vor unserem Polenurlaub. Wir haben ja polnische Ostsee gebucht. Da kriegt er auch nochmal ein Video, wenn wir bei der polnischen Ostsee sind. So, und jetzt kann man hier. Es gibt auch 10 Videos. Wir sind da 10 Tage. Überragend. So, auf geht's. Willst du den mitnehmen? Ja, nimmst du den? Chit, 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 chit.
Weißt doch. Wenn du mit Kugeln willst. Oh. Ja, ich weiß. Ja, hast du dahin? Oh, ich tapse mich hier langsam rein ins Wasser. Es ist aber wirklich. Ist doch nicht voll mit Algen, finde ich gut, weil der Akku, der war schon richtig verseucht mit Algen. Da kann man gar nicht mehr hingehen. Ja. Der war auch deutlich wärmer. Ja. Der ist nicht so warm. So, bist du mal? Ich muss mich jetzt. Ja. Oh, es ist kalt. Wieder. Ja, runter mit ihm. Ja, ich muss gleich. Der ist wirklich deutlich kälter. Obwohl, der See ist überhaupt nicht tief. Der ist maximal 3 Meter an der tiefsten Stelle und eigentlich müsste er sich total schnell aufwärmen. Aber irgendwie ist er ziemlich kalt. Der Arkenberger an der Müllkippe, der hat sich deutlich schneller. So, jetzt sagen wir mal so hier. Sie dürfen meine Nudel halten, ja klar. Warte so, ich komm zurück. Ach so. Ja, das meinte ich doch. Können Sie mir die Poolnudel geben? Warten Sie mal. So, jetzt habe ich hier. Ja, übertrinken überhaupt nicht. Ich habe die Doppelpoolnudel. Ich habe einmal die. Er braucht 2 Poolnudeln, weil eine Poolnudel hebt ungefähr 60 Kilo. So. Das sind nämlich Erwachsenenpoolnudeln. So. Jetzt liege ich hier im See und treibe so vor mich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber der See ist echt dreckig, das Wasser ist wirklich grün. Aber und wenn man nach Hause kommt, muss man direkt duschen, weil sonst hat man immer Durchfall, wenn man vom Goriensee kommt. Ich weiß nicht, ob es am See liegt, aber ich habe danach immer Durchfall. Das liegt an dem See, glaube ich. Doch, das kann man ruhig reinschneiden. Wenn man irgendwas über den Goriensee wissen möchte, dann kann man auch einfach Goriensee-Tote googeln und dann kommt da eine ganze Seite voller Ergebnisse. Weil hier irgendwie sehr viele Menschen umgebracht werden, einfach in Sperren aus Versehen. Ob sie jetzt nun im Wasser oder im Wald gefunden werden von irgendeinem Spaziergänger, ja. Das ist halt Brandenburg, muss man dazu sagen. Nee, das liegt, glaube ich, an dem See. Der zieht das so ein bisschen an, sag ich mal. Okay. Obwohl, wenn ich das grüne Wasser sehe, dann. Also macht schon Sinn, dass man sich umbringen kann. So. Also ich bin hier ganz gut am Schiff. So. Aber das ist ja drumherum, das sieht schon schön aus mit den Bäumchen. Also besser als die Müllkippe halt. Ja, was denn hier? Mikrofon wieder sauber pusten. So. Voll gut. Ja. Ja. Aber es ist wirklich schon ein bisschen kühl. Ach ja, ein bisschen kühl. Und erstaunlich voll. Also wir sind unter der Woche hier und so voll, also so viele Menschen habe ich wirklich nicht gerechnet. So. Oh. Aber wenn wir dieses Mal den Goriensee haben, weil der so keimlich dreckig ist, könnten wir nächste Mal zum saubersten See Brandenburg fahren eigentlich. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Ansonsten könnt ihr uns gerne, wenn ich in die Frage schreibe, zu welchem See wir als nächstes sollen. Also Berlin-Brandenburg, ne? Dann können wir das natürlich auch mal gerne machen. Ich würde vorschlagen, als nächstes machen wir den Lieblingssee, weil das ist, bin ich der Meinung, der sauberste See Brandenburg. Und das finde ich sehr, sehr gut. Aber auch ein richtig schöner See, muss ich sagen. Hoppala, das sind die Poolnudeln. Also, ich muss schon sagen, mir gefällt der See wirklich sehr, sehr gut. Ich persönlich finde es aber auch besser, wenn das Seewasser so ein bisschen nicht ganz so algig, also so übertrieben grün ist. Hier ist das eher so ein bisschen von dem Kies dann so gelblich. Finde ich das okay eigentlich. Aber ansonsten, ich hoffe, man sieht das sehr gut. Ich kann hier einfach mit den Poolnudeln durch den See winken.
Ich hatte auch schon mal überlegt, eigentlich müsste man ja auch mal ins Freibad gehen, aber da darf man nicht filmen, das ist voll doof. Aber Freibad finde ich richtig geil. Oder Karibik. Karibik ist auch übelst cool. So kristallklares Wasser. Oder die Fische um die Füße rum schwimmen. So, die Mira war ja extrem schlau. Sie hat ja nicht nur uns hier gut vorbereitet, was den Strand angeht, sondern auch hier unten, schaut mal hier. Lecker Wassermelone. Das ist richtig geil. Und die wandert jetzt von der Gabel. In meinen Mund hinein. Oh, so, jetzt haben wir es wieder geschafft. Ab ins warme Auto. Also wir waren 2,5 Stunden hier und es wurde jetzt immer voller und voller und voller. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Nachhauseweg. Ich wollte heute gleich noch streamen und wir müssen auch erstmal duschen, wenn wir jetzt wieder da sind. Ja, definitiv. Der Goriensee, der riecht immer so komisch. Nach Urin. Nee, ich würde doch so ein bisschen. Ja, wie Müllköpfe so eigentlich, so ein bisschen eher so wie Müllköpfe riecht. Ist aber nicht so schlimm. Ein bisschen nach Urin, ja. Wird am Ende des Sommers wird dann immer schlimmer mit dem Geruch. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, hier gibt es auch ein krasses Restaurant. Also der See ist eintrittsfrei. Sehr schön übrigens. Und es gibt hier ein nettes Gasthaus. Das hat sich spezialisiert auf Wildgerichte. Und die haben hier auch einen eigenen Jäger. Also hier aus den Wäldern kriegen die wirklich richtig frisch Wild. Mhm. Aber da kostet der Teller halt auch 15 Euro. Ja, so ein Hirsch oder so ein, weiß was das ist. Ja, Wild. Also sehr, sehr teuer, aber man kann da auf Toilette gehen. Das finde ich halt immer auch sehr gut. Ja. Man hat ein Gratissee mit Toilette, finde ich schon extrem gut. Ja, Bewirtschaftung in der Hinsicht finde ich auch immer ganz, ganz toll. Weil ich meine so, also Parkplatz ist übrigens auch gratis. Ich bin ja selber nicht so der Fan, aber für Kinder oder sowas, die mal Eis kaufen wollen, ist das natürlich dann immer überragend, weil die essen ja gerne natürlich. Eis. Na gut, du hast ja letztens auch einen Kaffee geholt am See. Ja, Kaffee kann man ja immer trinken. Oh, wie sehen meine Haare aus? Hoppala, was sehe ich ja jetzt erst. Das sieht gar nicht gut aus. Die sind auch hier gewaschen werden, die sind voller Krümel. So einmal untergetaucht, das ist alles dreckig. Alles voller Sand. Alles voller Goriensee. Also dann. Man kann da wirklich keinen halben Meter tief schauen. Also die Füße sieht man nicht mehr, wenn das Wasser bis zu den Knien reicht. So ist es dann halt. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.